Bei dem ersten schweren Kartunfall in diesem Jahr im Siegener Bereich wurde ein Kartfahrer am Dienstag gegen 13.33 Uhr schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Kartfahrer mit seiner 1100er Suzuki die Anschlussstelle Rinsenau aus Richtung Hüttentalstraße kommend in Richtung Ampelanlage. Auf der Höhe fuhr der Kartfahrer aus bisher unbekannter Ursache geradeaus, anstatt rechts abzubiegen, und kollidierte in Folge mit Betonelementen in der Fahrbahnmitte. Vorher riss er noch einige Leitpfosten um. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 und ein Rettungswagen wurden zum Einsatzort gerufen, um den 32 Jahre alten Mann am Unfallort Ersthilfe zu leisten. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Kartfahrer schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der notwendigen Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Rinsenau voll gesperrt. Auf der HTS hatte sich ein Rückstau bis zum Ziegenbergtunnel gebildet.